Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einem kleinen Video. Ja, eigentlich ist das kein kleines Video, sondern ein Tutorial, mein allererstes, und ich hoffe, ich werde das wie sonst immer nicht wegschmeißen, sondern auch ausnahmsweise mal auch hochladen. Ja, heute zeige ich euch mal, wieso FL Studio funktioniert. Das Video ist an Anfänger gerichtet, an die Leute, die natürlich gerne Musik machen möchten oder die sich vorhaben, FL Studio zu kaufen oder das schon getan haben und jetzt nicht weiter wissen, wie mache ich denn jetzt damit Musik. Ja, das werde ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ich werde ein bisschen die Fenster erklären, wie FL Studio so aufgebaut ist und was man damit alles machen kann. Also, bis gleich. So, fangen wir nun direkt mit den Fenstern an. Die Fenster können wir alle erstmal schließen. Solltet, bei euch müsste das, also wenn man das als erstes öffnet, das Programm, haufenweise alles voller Fenster sein. Die kann man erstmal alle schließen. Jedes Fenster hat so ein kleines Kreuzchen. Hier oben kann man die ganzen Fenster wieder öffnen. Das sind so die Hauptsachen, mit denen man eigentlich arbeitet. Hier ist zum Beispiel die Playlist, hier der Step-Sequencer, Piano-Wall, Browser und der Mixer. Die sind erstmal unwichtig. Ja, die werdet ihr wahrscheinlich dann im Laufe des Tutorials ja wiedererkennen, was man hier mit diesen Dingern macht. Hier drüben haben wir den Play-Button und den Stop-Button, das ist wohl klar. Mit diesem wunderbaren Knopf neben dem Play-Button können wir zwischen den Step-Sequencer, zwischen den hier. Wir sehen, wir laufen im Step-Sequencer, das sehen wir daran, dass sich hier dieser wunderschöne Punkt da bewegt. Wenn wir jetzt rüber switchen auf die Playlist, das ist nämlich die hier, das ist die Playlist. Drücken einfach mal drauf, zack, und der ist umgezwitcht. Dazu dient eigentlich nur der Knopf. So, dann haben wir hier unseren Browser, da sind halt die ganzen Sounds drin, mit denen wir arbeiten werden. Ihr könnt hier einfach per Drag and Drop die Sounds reinziehen. Das heißt, sagen wir, ihr habt jetzt ein Soundpack runtergeladen vom Internet. Meistens sind es halt MP3 oder WAV-Dateien in diesem Ordner. Und das könnt ihr dann einfach per Drag and Drop reinziehen in den Browser und dann wird das hier angezeigt. Ich kann hier mal kurz irgendein Beispiel nehmen, zum Beispiel diese Halleluja-Datei, die ich hier auf dem Desktop habe. Die kann man jetzt einfach blub hier reinziehen und dann sehen wir schon, ah, hier öffnet sich schon der Ordner, was unser Desktop ist. Und diese Datei können wir dann auch beliebig irgendwo in FL Studio reinziehen. So, also der Browser ist eigentlich nur dazu da, um, naja, Plugins, Instrumente und Sounds darzustellen, damit wir die dann hier benutzen können und in FL Studio reinziehen können. Es geht natürlich auch von Desktop aus direkt in die Playlist oder direkt im Step-Sequencer, aber der Browser, da sind halt unsere Dateien einfach. Ich glaube, das ist logisch. Hier sind auch die Plugins, aber das ist, glaube ich, für Anfänger auch erstmal unwichtig. Ja, wo können wir denn diese Sounds überhaupt hinziehen? Die Sounds, die können wir, ja, die können wir beliebig entweder in die Playlist ziehen oder im Step-Sequencer. Das kommt immer darauf an, was für eine Edition ihr habt. Wenn ihr die Producer-Edition habt, dann müsste es eigentlich nicht möglich sein, Sounds hier in die Playlist zu ziehen. Da müsste da so eine Meldung kommen. Ja, ja, da steht, sie können da hier nicht reinziehen oder sowas. Irgendwas auf Englisch, auf jeden Fall kommt da eine Meldung. Wenn es bei euch klappen sollte und ihr speichert ab und es lädt wieder alles und es funktioniert, dann seid froh, dann könnt ihr nämlich Sounds in die Playlist ziehen. Das wird euch später, wenn ihr Musik macht, echt zunutze sein. Also sagen wir mal, ich habe jetzt hier von den Standard-Packs von FL Studio, hier sind so schöne Drum-Samples, zum Beispiel eine Kick. Alles ganz schön. Die können wir jetzt, nochmal hier so Info, hier oben öffnet man die Step-Sequencer und hier die Playlist. Kann man auch groß und klein machen. Sortiert euch das einfach hier ein bisschen, dann habt ihr eine bessere Übersicht. Die Kick können wir jetzt zum Beispiel auf die Playlist oder im Step-Sequencer ziehen. Wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Ich weiß nicht. Also, wir ziehen die einfach mal erstmal in den Step-Sequencer. So, haben wir da reingeladen. Wir können jetzt auch noch eine andere Kick hier reinziehen. So, dann vielleicht noch eine Snare. Das ist egal. Egal, was für ein Sound. Ihr könnt reinziehen, was ihr wollt. Wir müssen bloß aufpassen. Es gibt immer einen Unterschied zwischen den Plugins und zwischen Sounds. Sagen wir, ihr wollt jetzt ein Instrument haben.
Dann gehen wir hier in Instrumente, ist ja logisch, bei Packs, das sind nämlich die Standard-Samples. Ihr könnt später auch neue hinzufügen. Wie gesagt, das ist aber jetzt nicht für Anfänger relevant. Können wir dann hier in Keyboard reingehen und hier gibt es dann ein Plugin. Also, ne, das sind alles das ist ein bisschen kompliziert. Ich ziehe jetzt zum Beispiel mal das Grand Piano rein. So. Da lädt es. Ein Plugin kann man zum Beispiel nicht in die Playlist ziehen. Das geht nur mit Sounds. Jetzt haben wir das Plugin reingeladen. Öffnen können wir das einfach immer mit draufklicken. Und das Plugin heißt Direct Wave. Und da ist zum Beispiel jetzt das Grand Piano drauf. Ein sehr schönes Piano. So, wir wissen ja, wir können hier mit diesem wunderbaren Button zwischen die Playlist und den Step Sequencer wechseln. Wir wechseln jetzt mal auf den Step Sequencer. Wir sehen, das läuft bei der Playlist. Jetzt hier, zack, auf den Step Sequencer. Damit wir dann auch, wenn wir unsere Noten gleich hier hinmachen, auch das hören. Gut, wie machen wir jetzt die Noten hier dahin? Ganz einfach, ihr klickt auf das Plugin, wo ihr die Noten hinhaben möchtet. Und klickt dann entweder Rechtsklick Piano Wall, dann öffnet sie sich. Oder ihr macht einfach hier oben auf den wunderbaren Piano Wall Button, klickt ihr auch drauf. Und dann öffnet sich die Piano Wall zum Plugin. So, sagen wir, ihr möchtet jetzt ein weiteres Instrument reinziehen. Nehmen wir zum Beispiel Rhodes. Auch das Plugin Direct Wave, das kann man sehr gut erkennen, dass es ziemlich gleich aussieht, ist aber ein anderes Preset bzw. anderes Instrument. Ja, sehr schön. Wir haben also jetzt hier das Grand Piano und die Rhodes. Können wir hier alles schön schließen. Wir wollen jetzt bei Grand Piano Noten hinmachen. Also Piano öffnen, erstmal natürlich davor aufgeklickt und jetzt die Noten hinmachen. Einfach mit Klick und man kann es dann schön ranziehen. Wichtig ist, dass man dann hier auf den Linien arbeitet. Ja, damit das auch im Tempo bleibt. Und Tempo ist da auch so eine Sache. Aber Tempo können wir hier oben übrigens einstellen. 140 ist bei mir gerade Standard. Wichtig ist auch für Anfänger immer das Metronom benutzen. Habe ich anfangs nie gemacht, aber ich kann es eigentlich nur empfehlen, damit man ja genau hört, ob was nicht stimmt. Sagen wir mal, ich möchte jetzt. Naja, ich denke jetzt, das wäre jetzt ein Dim, 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 Dim. Das ist aber falsch. Das ist. Dim, 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 Dim. Aber man denkt jetzt, das ist ganz schnell, aber ist es nicht. Wenn ich jetzt das Metronom anmache. Ja, dann ist es ein. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Takt heißt. Ein Sechstel ist das, glaube ich, nicht. Naja, auf jeden Fall, kann man das jetzt so machen. Wir können jetzt mit Steuerung gedrückt halten, dann einfach markieren, so, und dann Shift gedrückt halten und dann ziehen, dann haben wir das kopiert, so, und können das jetzt, sagen wir, auf G machen und dann das gleich vielleicht nochmal kopieren, auf C, nochmal kopieren, ein tiefer auf C, eine Oktave tiefer. So, haben wir einen schönen Akkord. Tempo machen wir mal auf 130. So. Und dazu noch eine kleine Melodie. Bis jetzt ist es natürlich erstmal ein Akkord. Jetzt können wir das Ganze kopieren. Auch wieder Steuerung gedrückt halten, markieren. Shift gedrückt halten und dann zack rüberziehen. So. Und wir hören, Tempo stimmt auch. Das Metronom tickt wunderbar. Man kann es natürlich jetzt auch komplett anders setzen. Sagen wir mal, ich markiere das hier. Setze das bei diesem einen Anschlagspunkt hier. Oder wir markieren nochmal die letzten drei, versetzen das ein bisschen. So, wir wollen jetzt auch ein bisschen Abwechslung drin haben, darum ändern wir jetzt einfach hier den Akkord. So, machen wir das mal auf D.
das machen wir auch auf D. Das machen wir auch eine Taste höher. Und hier vielleicht die Melodie anders. Zum Beispiel. Ist natürlich jetzt Geschmackssache. Ist halt nur ein Tutorial für Anfänger und man kann hier sich dann schon ein bisschen mit der Piano-Wall vertraut machen, weil das ist natürlich das, das Wichtigste, um einen guten Song zu machen. So, wenn wir jetzt mal die Piano-Wall schließen, zack, dann sehen wir hier in unserem Step-Sequencer, hat sich was getan, und zwar da ist jetzt unsere Melodie. Wenn wir jetzt mal auf Play drücken wieder, das Metronom ist noch an. Wir können jetzt auch den Step-Sequencer etwas länger ziehen, dann sehen wir den Rest. So, wir sehen, hier ist nichts. Also können wir das auch so machen. Vielleicht können wir ja jetzt noch das Tempo ein bisschen höher machen. So, jetzt ist nur die Frage. Ich will ja nicht meinen ganzen Song jetzt hier in diesem kleinen Ding aufbauen. Das geht ja nicht. Der Step-Sequencer ist übrigens dazu da, um, Pattern zu erstellen. Und wir haben jetzt hier schon automatisch einen Putter erstellt. Das sehen wir nämlich hier oben. Hier steht Putter 1. Und wenn wir jetzt mal nach oben gehen, steht Putter 2 und wir sehen, hier ist nichts. Aber das Ganze ist noch auf Pattern 1 drauf. So, wir können hier einfach die ganzen Pattern durchgehen. Keine Ahnung, wie viel es gibt. Man kann hier, glaube ich, wie viel kann man machen? 999 Pattern kann man stellen. So, das können wir nur ganz runter hier. Zack, auf Putter 1. Und dieses Pattern, wir müssen natürlich hier oben Pattern 1 aktivieren, setzen wir jetzt in die Playlist. So, und das können wir dann verschieben. Hier in der Playlist nämlich wird unser Song aufgebaut. Aber das Problem ist, wie können wir denn jetzt auf die Playlist switchen? Das wissen wir ja, denn wir drücken einfach auf diesen wunderbaren Knöpfchen hier, zack, und wir sind in der Playlist drin und spielen jetzt in der Playlist. Sehr schön. Und jetzt können wir zum Beispiel das Ganze immer wiederholen lassen. Wir machen das einfach nochmal hin. Und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Dann drücken wir einfach Steuerung und können das hier übrigens auch markieren. Zack, dann mache ich das mal nach oben. So. Und wir sehen dann, es wiederholt sich bis hierhin und dann geht es wieder von Anfang. Hier oben können wir einstellen, da können wir die Länge sehen des Songs. Standardgemäßig müsste das irgendwie so aussehen. Ich weiß nicht, was das für eine Währung ist oder was für ein Zeitdingens. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle es immer auf Zeit um. Das heißt, einfach raufklicken hier oben und dann sehen wir, wie lang der Song ist. Also unser Song, den wir bis jetzt hierhin gemacht haben, würde jetzt ungefähr 28 Sekunden gehen. Das sehen wir hier, 27. Ja, ungefähr 28 Sekunden. Und dann hätten wir schon einen 28-Sekunden-Song, der sich die ganze Zeit wiederholt. Das ist natürlich ein bisschen öde. Hier fehlen noch Drums, noch mehr Instrumente und so weiter. Wir haben ja hier in unserem Step-Sequencer noch ein Instrument reingeladen. Die Rhodes. Und damit wollen wir jetzt auch was machen. Das heißt, wir erstellen uns einen neuen Pattern, indem wir hier oben einfach nach oben scrollen. Zack. Neuer Pattern, neues Glück. Schlechte Witze. Oh Gott. Und machen jetzt hier unsere Noten hin. Natürlich passend zu diesen Noten. Das heißt, wir machen jetzt, weiß ich nicht. Oh, ich höre gar nichts. Warum höre ich nichts? Sind wir zu tief oder zu hoch? Wir sind zu hoch. Weil ab da ist die Grenze. Oder doch nicht? Da fehlt irgendwas. Vielleicht laden wir das Plugin einfach mal neu. So, ja, muss ich kurz was anderes nehmen. Ladi-ladi. Wahrscheinlich fehlen da irgendwelche Sounds. Ja, hier fehlt was. Geht ja gar nicht. Dann nehmen wir mal ein anderes Instrument. Nehmen wir mal das hier. Hier fehlt auch was. Okay, scheiß drauf. Dann dürfen wir halt diese Noten nicht anspielen. So, wir wollen natürlich jetzt gucken, hört sich das, was ich jetzt hier hinmache, hört sich das denn gut zu diesem an? Bevor ich nämlich jetzt hier weitermache, packe ich erstmal das Pattern, was wir gerade hier gemacht haben, dahin.
So, das können wir erstmal löschen. Und dann switchen wir rüber. Und wir hören, das ist vollkommen schief. Jetzt können wir einfach währenddessen immer die Playlist laufen lassen und währenddessen hier auch die Noten bearbeiten. Markieren wir das Ganze. So. Bis wir einen geraden Ton hören. Dann drücken wir Shift. Können das Ganze noch klonen. So, das überschneidet sich dann. Dann müssen wir einfach hier mal die wegmachen. Zack. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, weil ich das hier geklont habe. Und jetzt können wir zum Beispiel. Ja, wir machen mal Folgendes. Wir gehen wieder in unsere Akkorden rein hier. Einfach mit Doppelklick. Dann öffnet sich sofort die Piano-Wall. Wir sehen auch, wir sind wieder auf Pater 1 und Grand Piano. Und drücken Steuerung markieren hier unsere Melodie. Und drücken Steuerung C. Steuerung C ist für Kopieren. So.